Wir möchten das Volumen vom Rotationskörper berechnen, der entsteht, wenn die Funktion minus x² plus 4 um die x-Achse rotiert. Eine Möglichkeit wäre natürlich, sich die Funktion erstmal zeichnen zu lassen. Das ist für Sie sicherlich keine schlechte Idee. Ich mache sie aber absichtlich nicht. Und zwar weswegen? Einfach mal, um zu zeigen, es geht auch, wenn man nicht weiß, wie die Funktion aussieht. Die wichtige Formel, die ich natürlich brauche, ist die Standardformel für Rotation um die x-Achse. Also Pi mal Integral in den Grenzen a bis b von f von x quadriert dx. Mein erstes Problem, ich habe zwar die Funktion, die ist minus x² plus 4, aber ich habe keine Grenzen. Naja, wenn ich, das soll die x-Achse sein, und ich habe irgendeine Funktion, und die rotiert um die x-Achse. Wenn nichts anders angegeben ist, sind die Grenzen natürlich die Nullstellen. Also berechne ich mir erstmal die Nullstellen und das sind die Grenzen, die ich brauche. Also meine Grenzen sind die Nullstellen. Also setze ich die Funktion erstmal 0, habe also minus x² plus 4 gleich 0, bringe die 4 rüber, teile durch minus 1, ziehe die Wurzel, denke natürlich an das Plus Minus beim Wurzelziehen und habe meine beiden Nullstellen bei plus minus 2. Das heißt, meine Nullstellen sind bei plus und minus 2. So, die Rechnung machen wir weg. Das heißt, ich kann jetzt eigentlich sofort hergehen und das Volumen berechnen. Das heißt, mein Volumen ist Pi mal Integral von minus 2 bis plus 2 von der Funktion minus x² plus 4 Quadrat. Was mache ich? Zuerst löse ich natürlich die Quadratklammer auf, also binomische Formel. Falls Sie die binomische Formel nicht mehr können, schreiben Sie sich einfach zwei Klammern hin, minus x² plus 4 mal minus x² plus 4 und rechnen jedes mit jedem aus und da kommt es auch raus. Also, ich mache es hier natürlich brutal schäffig, also ich mache die binomische Formel. Habe also Pi mal Integral minus 2 bis 2 von x hoch 4 plus 2ab sind minus 8 x² plus b² sind 16. Das müssen wir integrieren. Das heißt, das ist Pi mal eckige Klammer. X hoch 4 gibt 1 Fünftel x hoch 5 minus 8 Drittel x hoch 3 plus 16x in den Grenzen von minus 2 bis 2. Gut, dann setzen wir jetzt noch die Grenzen ein. Das heißt, 2 eingesetzt liefert 1 Fünftel mal 2 hoch 5 minus 8 Drittel mal 2 hoch 3 plus 16 mal 2. Minus 2 eingesetzt. Oh, Pi vergessen. 1 Fünftel mal minus 2 hoch 5 minus 8 Drittel mal minus 2 hoch 3. Plus 16 mal minus 2. Gut. Das hatten wir alles im Taschenrechner. Und kriegen raus. Das sind 256 Fünfzehntel mal Pi. Diese Klammer, wenn Sie sich anschauen, hier sind überall vertauschte Vorzeichen. Das heißt, hier hatte ich ein Fünftel mal 2 hoch 5, hier habe ich ein Fünftel mal minus 2 hoch 5. Minus 2 hoch 5 wird negativ. Hier habe ich genau das Gleiche. Minus 2 hoch 3 ist genau das Gleiche wie 2 hoch 3 bis aufs Vorzeichen. Das heißt, ich werde hier in der Klammer minus 256 Fünfzehntel mal Pi haben.
Ah, das Pi steht eigentlich draußen, egal. Und deswegen werde ich im Endergebnis natürlich rauskriegen, 256 plus 256 sind 512, 512/15 mal Pi. Falls Sie wünschen, können Sie das natürlich ausrechnen, dann kommt eine tolle Kommazahl raus. Das hat natürlich brutal Spaß gemacht. Gut, dass wir darüber geredet haben. Und jetzt wissen Sie auch, wie man eine Funktion um die X-Achse rotieren lässt.